und herzlich willkommen zu Augen auf. Heute mit dem Thema Liebesbeziehungen und Sexualität bei Menschen mit geistiger Behinderung. Im Folgenden sehen wir einen Beitrag mit Dania Frönd von Westfalenfleiß. Sie ist Erzieherin und Hobbyfotografin und berichtet, wie sie Liebesbeziehungen und Sexualität bei Menschen mit geistiger Behinderung wahrnimmt und wie damals mit dem Thema Sexualität umgegangen wurde. Sie kam auf die Idee, anhand eines Kalenders, den sie selbst fotografiert hat, die Behinderten einmal auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich in ihren Liebesbeziehungen, darzustellen. So good. Ja, ich bin Dania Frönd, ich bin 31 Jahre alt und arbeite seit fast 10 Jahren bei Westfalenfleiß mit erwachsenen Menschen mit Behinderung in einer Wohnstätte. In anderthalb Jahren habe ich mich noch selbstständig gemacht mit der Fotografie. Und bei dem Kalender habe ich halt meine Arbeit mit der Fotografie verbunden. Menschen mit Behinderung in Beziehungen sieht man ja halt nicht so oft oder nicht so gerne oder wie auch immer oder kann sich es nicht vorstellen. Ja, in dem Zusammenhang habe ich mir dann überlegt, dass man, wenn schon sozialkritisch, dann richtig. Menschen mit Behinderung in Beziehungen sind ja relativ selten öffentlich zu sehen. Wir haben halt ein Casting gemacht, ein richtiges, mit einer Ausschreibung vorher. Westfalenfleiß ist ja groß. Also Wohnstätten und Werkstätten. Bei dem Casting habe ich schon geguckt, wer fotogen ist und wer nicht. Mhm. Es haben sich über 50 Menschen mit Behinderung beworben. Ja, und dann habe ich zusammen mit meiner Chefin die 12 Kalenderbilder ausgesucht. Und danach haben wir dann überlegt, was man denn so mit denen machen könnte. Oder die haben halt auch selber überlegt. Das Pärchen, was auf dem Titelbild ist, wollte unbedingt Hochzeitskleid anziehen. Ja, konnten wir dann auch umsetzen. Ja, ein Pärchen in dem Kalender sind Rolf und Angelina. Die beiden kenne ich sehr gut, weil der Rolf bei uns wohnt in der Wohnstätte. Den kenne ich also schon seit 12 Jahren ungefähr. Seine Freundin hat er seit, ich glaube, 4 Jahren. Angelina hat jetzt eine eigene Wohnung. Die wohnt bei der Lebenshilfe und wird dort betreut, im ambulant unterstützten Wohnen und besucht regelmäßig Rolf in der Wohnstätte alle 2 Wochen am Wochenende. Die beiden verstehen sich gut, machen viel zusammen, besuchen auch die Eltern. Rolf fährt auch mit Angelinas Mama in Urlaub. Und Angelina und solche Sachen, also ganz normales Pärchen, würde ich sagen. Und die Angelina läuft normalerweise natürlich nicht so aufgestylt rum, aber das Potenzial, das konnte man immer schon sehen. Also ich habe immer gesehen, dass sie ein sehr hübsches Gesicht hat. Deswegen habe ich die beiden auch gefragt, ob die mitmachen wollen, weil Rolf halt auch gut aussieht. Die beiden sind, wenn Angelina bei uns ist, eigentlich viel in Rolfs Zimmer, machen da zusammen ihre Sachen, die uns ja auch nichts angehen. Und beim Essen erlebt man die beiden halt, aber die waren eigentlich schon immer ziemlich verliebt und das ist immer noch so. Die geistige Behinderung, die äußert sich in der Beziehung gar nicht. Das sind Monika und Uli und die beiden sind auch schon ziemlich lange zusammen und die beiden haben es nicht ganz so leicht wie Rolf und Angelina, weil die Behinderung wesentlich offensichtlicher ist. Uli hat das Down-Syndrom und Monika sitzt im Rollstuhl. Und die beiden brauchen, um ihre Beziehung führen zu können, natürlich viel mehr Unterstützung. Die können nicht sagen, komm, wir gehen mal eben ins Kino oder wir machen mal eben dieses und jenes, weil immer ein Betreuer dabei sein muss. Mhm. Wir haben jeder ein eigenes Zimmer und können sich ja auch mal bei dem einen und bei dem anderen verabreden. Und da ist dann natürlich kein Betreuer dabei. Die haben ja auch ihre Privatsphäre, wie alle anderen Bewohner auch. Und die sind sehr, sehr süß zusammen. Also Uli hilft Monika immer ganz viel, was sie nicht kann. Und Monika ist dafür geistig, sag ich mal, fitter und hilft Uli dann bei den Sachen, die er nicht kann. Bei der Sexualität, ja, denken ja, das Vorurteil ist ja immer, die sind alle Gewaltverbrecher und bespringen alle Leute mehr oder weniger. Und das ist ja überhaupt nicht so. Die leben ganz normal ihre Sexualität. Wir haben auch Pärchen bei uns im Wohnheim. Ja, die haben ihre Rückzugsmöglichkeiten oder auch eigene Wohnungen. Was die da so veranstalten, wissen wir nicht. Geht uns ja auch nichts an. Und wenn sie Fragen haben, dann fragen die mich meistens direkt, weil die ja wissen, dass ich mich da auch auskenne. Der Penis ist krumm, ist das normal? Oder das klappt alles immer nicht so, was können wir da machen und sowas. Ja, ganz normale Dr. Sommer-Fragen, ja. Ja, in der Zusatzausbildung zur Sexualpädagogin hat man ja auch viel zu dem Thema Sexualität und Menschen mit Behinderungen gelernt.
beziehungsweise war die Ausbildung eigentlich auch darauf spezialisiert, auf Menschen mit Behinderung. Und das hat einem auch nochmal die Augen in alle möglichen Richtungen geöffnet, nämlich unter anderem mit den Verhütungsmitteln, dass viele umsonst verhütet werden, mehr oder weniger, oder früher zwangssterilisiert. Also das war bei uns so, dass alle verhütet wurden, wo es Quatsch war. Also die Frauen haben alle 20 Jahre umsonst die Pille geschluckt, mehr oder weniger. Und nach dieser Ausbildung habe ich halt auch angefangen, mit den Angehörigen zu reden, dass das nicht in jeder Ecke ein Vergewaltiger steht und die vergewaltigt und dass es schlimmer ist, wenn man 20 Jahre umsonst irgendwelche Hormone in sich reinsteckt. Viele Angehörige sagen auch, die haben gar keine Sexualität, obwohl die es alle haben. Also auch die schwerst Mehrfachbehinderten, das erlebe ich sehr oft sogar. Und für die ist es halt auch schon mal wichtig, alleine wenn man mal ein paar Stunden die Windel abmacht, dass sie sich spüren können oder so. Und auf solche Sachen kommt man nicht, wenn man da nicht intensiver sich mit beschäftigt, dass alleine die Wahrnehmung oder sich spüren schon für viele wichtig ist. Paarberatung machen wir auch ab und zu bei uns auf der Arbeit und da sind wirklich ganz normale Themen wie Eifersucht ganz oft das Thema oder Einengen und Freiheit lassen und sowas. Wie denkt die Gesellschaft über das Thema Liebesbeziehung und Sexualität bei Menschen mit geistiger Behinderung? Um einen kleinen Einblick zu gewinnen, zeigen wir nun, wie die Menschen in Münster dazu stehen. So good. Ich finde es total gut, wenn man eine Partnerschaft hat, auch in einer Behinderung, weil meine Schwester selbst auch behindert ist und auch einen Lebenspartner hat, der auch zusätzlich bei Westfalenfleiß arbeitet und die beiden verstehen sich halt klasse, machen viel miteinander und die sind halt froh, wenn sie zusammen zur Arbeit fahren können und dann auch in der Freizeit ein bisschen was zusammen machen können. Also ich denke darüber, dass es sehr viel Einfühlungsvermögen kostet, sich mit einem behinderten Partner, das Leben zu teilen. Trotzdem denke ich, dass es möglich ist. Die Allgemeinheit denke ich, dass die eher negativ darüber denkt. Die Partnerschaft passt sehr gut zusammen. Sie ist Rechtsanwältin. Ich habe ein Handicap von Epilepsie, Anfallsleiden. Und ich selber fühle mich im Moment sehr wohl bei ihr. Ich denke mal, dass die Allgemeinheit sich eigentlich ihr eigenes Bild macht, da würden die wahrscheinlich denken, ach, wie kann jetzt ein Epileptiker, so sagt ein behinderter Mensch, mit einer ehemaligen Rechtsanwaltsgehilfin zusammenleben und das mit ihr zusammen gut meistern. Sie hilft ihm und er hilft ihr, wie soll das funktionieren, würden die dann denken. Aber ich glaube, macht euch ein eigenes Bild davon und wird ihr selber sehen, wie das funktioniert. Wenn jetzt eine ganz starke geistige Behinderung ist, die sollten keine Kinder bekommen. Dagegen bin ich. So das Zusammenleben finde ich okay, aber sollten keine Kinder zeugen. Das ist meine Meinung dazu. Ja, ich kenne jemanden, der eine Behinderung hat. Ja, ich glaube halt, dass es schwierig ist, für sie einen Partner zu finden. Und ja, sie ist halt sehr an ihre Eltern gebunden und sie macht ja auch, also sie macht nichts alleine und ja. Der nächste Bericht informiert über das Wohnheim für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung Wohnnest. Herr Röttgering, der Einrichtungsleiter, sowie Annika Schult, Praktikantin, erzählen, inwiefern Sie bereits mit dem Thema konfrontiert waren und immer noch sind. Herr Röttgering konkretisiert das Thema Liebesbeziehung und Sexualität bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung und erzählt, was passieren sollte, damit mit dem Thema in der Gesellschaft besser umgegangen werden kann. Die Praktikantin Annika Schulte erzählt von ihren Erfahrungen mit geistig behinderten Menschen und ihren Berührungspunkt mit dem Thema Sexualität in diesem Zusammenhang. Wir von unterwegs schauen uns heute das Wohnnest, ein Wohnheim für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung, an und unterhalten uns mit Herrn Röttgering, dem Einrichtungsleiter, sowie einer Praktikantin. Ja, das Wohnnest, erstmal herzlich willkommen im Wohnnest. Ich bin der Leiter der Einrichtung. Ulrich Röttgering ist mein Name. Herr Röttgering, wie alltäglich ist das Thema Sexualität hier in Ihrer Einrichtung? Da wir mit Menschen arbeiten und für Menschen das Thema Sexualität ein alltägliches Thema ist, ist das auch für uns mit den Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unterschiedlichen Ausprägungen, ist das hier natürlich permanent ein Thema. Ja, viele Menschen, seien es Eltern oder Fachkräfte, empfinden die Sexualität intellektueller oder intellektuell eingeschränkter Menschen auch als problematisch. Ich denke, Menschen mit geistiger Behinderung haben genauso
sexuelle Bedürfnisse und emotionale Bedürfnisse wie alle anderen Menschen auch. Alle Menschen, auch die mit geistiger Behinderung, können ihre Sexualität dann am besten ausbilden, wenn sie von Geburt an unterstützt und gefördert wird. In welchem Rahmen findet hier in Ihrer Einrichtung also sexuelle Aufklärung statt? Sexuelle Aufklärung und sexuelles, sag ich mal, oder Gespräche über Sexualität finden hier im Rahmen der Alltagsbetreuung statt. Wir führen regelmäßige Elterngespräche. Und wie sieht das dann im Hinblick auf zum Beispiel Verhütung oder Sterilisation oder sexuelle Selbstbestimmung bzw. Schutz vor Missbrauch aus? Also Verhütung ist sicherlich bei den Mädchen hauptsächlich erstmal ein Thema, weil eine Schwangerschaft für viele unserer Jugendlichen absolut fatal wäre und die vollkommen aus der Bahn werfen würde. Verhütung ist dann vor allen Dingen bei den Eltern ein Thema, dass wir mit den Eltern im Gespräch einfach gucken, welche Verhütungsmöglichkeiten gibt es, wie können die Eltern damit umgehen und wie können die Kinder und Jugendlichen damit umgehen. Schutz vor Missbrauch? Oder? Das ist ein wichtiges Thema, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir setzen das hier insofern um, dass wir unsere Mitarbeiter regelmäßig in Fortbildungen schicken. Schutz vor sexuellem Missbrauch bedeutet auch, dass wir immer wieder mit unseren Kindern und Jugendlichen üben und immer wieder besprechen. In deinem Intimbereich hat keiner was verloren. Unsere Mädchen werden hier nur und ausschließlich von Frauen gepflegt. Das Thema Menschen mit Behinderungen und Sexualität ist in der Gesellschaft häufig tabuisiert. Was muss passieren, dass mit diesem Thema in der Gesellschaft offener umgegangen wird oder auch werden kann? Dass die Leute Ängste und Sorgen haben, hat was damit zu tun, dass das Thema, glaube ich, oder dass das Thema Behinderung insgesamt noch ein sehr fragliches und ein sehr unsicheres Thema ist. Da ist ein ganz wichtiger Teil, der nochmal gesellschaftlich deutlich gemacht werden muss, dass es heute eben auch Wohnformen gibt für Pärchen mit geistiger Behinderung, wo nicht sofort ein Kind draus entsteht. Nach diesem sehr aufschlussreichen und interessanten Gespräch mit Herr Röttgering werden wir nun von Annika ein paar Gedanken und Erlebnisse erfahren. Ich bin Annika Schulte, ich studiere Soziale Arbeit an der FH in Münster. Was für Erfahrungen hast du mit Menschen mit Behinderung gemacht, bevor du hier im Wohnnest dein Praktikum angefangen hast? Das war eigentlich relativ wenig. Also um nicht zu sagen, gar keine. Okay. Aber ich wollte in den Bereich und habe mich da einfach so ganz offen drauf eingelassen. Was war für dich am Anfang im Umgang mit Menschen mit Behinderung am ungewohntesten? Ich glaube, man unterschätzt Menschen mit geistiger Behinderung oft. Also gerade, dass man die Kinder, dass man denkt, sie wären, sie könnten viel weniger, als sie in Wirklichkeit können. Und welche Berührungspunkte hattest du bis jetzt mit dem Thema Menschen mit geistiger Behinderung und Sexualität? Während des Praktikums ist es klar immer wieder ein Thema. Unsere Kinder sind bis 21 Jahre alt. Mhm. Klar wird das da ein großes Thema, auch hier während des Aufenthalts, aber hier ist natürlich nicht so der richtige Ort, um sowas auszuleben. Wie bist du mit dem Thema umgegangen bis jetzt? Also ich denke, dass es immer ganz gut ist, damit offen umzugehen. Ja, und ihnen den Raum zu lassen, den sie brauchen, um auch mal irgendwie Zärtlichkeiten auszutauschen. Für wie wichtig erachtest du es, dass das Thema Sexualität hier im Wohnnest als sehr offen behandelt wird? Ich denke schon, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass es oft so ist, dass man bei Menschen mit Behinderungen dass man dazu neigt, sie immer als Kinder zu behandeln. Mhm. Ich glaube, dass dazu gehört, dass wenn sie erwachsen werden, dass man ihre Sexualität und ihre Bedürfnisse auch anerkennt. Vielen Dank und dann noch ein schönes Praxissemester hier im Wohnnest. Ja, Dankeschön. Wir hoffen, wir konnten euren Blickwinkel auf das Thema erweitern und würden uns freuen, euch das nächste Mal wieder bei uns begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Augen auf.